Hallo, herzlich willkommen zu Hashtag Lieblingsfilm. Ich bin Jette und ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt I'm Jette und ich mache sonst Themen zu Beauty, Fashion und Lifestyle. Und heute geht es um meinen Lieblingsfilm Silver Linings. Stellt sich, wenn Veronikas Schwester auch kommt? Tiffany und Tommy? Nur Tiffany. Und wo ist Tommy? Er ist tot. Tommy ist tot? Bitte erwähne es nicht. Hey, Tiffany, das ist Pat. Du siehst nett aus. Danke. Wie ist Tommy gestorben? Oh, Mann. Dr. Pater, sie ist verrückt. Hey! Oh, was soll der Scheiß? Sie wusste, wo ich war und ist mir nachgelaufen. Lauf doch woanders lang. Komm runter, du Irrer. Vielleicht brauchst du nur einen Frame. Willst du in dem Laden damit mir essen? Hol mich um 7.30 Uhr ab. Wie läuft's bei der Arbeit? Ich bin gerade gefeuert worden. Oh, wirklich? Warum? Indem ich mit allen im Büro gevögelt habe. Wirklich mit allen? Ich war sehr depressiv, nachdem Tommy gestorben ist. Wir müssen nicht darüber reden. Danke. Wie viele waren es? In dem Film geht es um zwei Charaktere. Einmal um Pat, gespielt von Bradley Cooper, und einmal um Tiffany, gespielt von Jennifer Lawrence, die ich sehr gerne mag, mal so nebenbei erwähnt. Und ja, die beiden Charaktere, die sind emotional etwas am Ende. Die sind ziemlich depressiv, haben beide Schicksalsschläge erlitten im Leben. Von der Tiffany ist der Mann gestorben und der Pat wurde eben von seiner Frau betrogen und verlassen, was ja ziemlich schlimm ist. Und das Ganze, das haben die noch nicht so ganz verarbeitet. Und dann treffen die aufeinander bei einem Abendessen und lernen sich da eben kennen. Am Anfang sind die dann noch total voneinander abgeneigt, mehr oder weniger, beziehungsweise man merkt nicht, dass sie sich gut verstehen. Das kommt dann erst, ne, im Laufe des Films. Dann bittet Tiffany Pat darum, an einem Tanzwettbewerb teilzunehmen, weil das für sie wichtig ist, um das Ganze zu verarbeiten, was sie erleben musste. Da ist dieses Tanzding, aber ich kann das nur machen, wenn ich einen Partner habe. Wow, 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 ich tanze doch nicht mit dir. Sie ist meine Freundin mit einem F. Mit einem großen F. Und nebenbei lernt sie sich besser kennen und auch irgendwann lieben. Die beiden Charaktere sind nicht so ganz einfach, weil Pat zum Beispiel ziemlich verhaltensgestört reagiert an manchen Momenten. Er regt sich über Dinge ziemlich schnell auf, ist aufbrausend, kann auch nicht so gut mit Gefühlen von anderen Menschen umgehen. Woher weißt du, wann ich laufe? Ich wollte was klarstellen. Ich will, dass wir Freunde sind. Hast du das gehört? Warum machst du es mir eigentlich so schwer? Tiffany lebt nach dem Tod ihres Mannes ja ziemlich ohne gesellschaftliche Konvention, macht, was sie möchte, ist rebellisch und lässt sich auch nicht von der Gesellschaft sagen, was sie zu tun hat und was nicht. Ich finde den Umgang von Tiffany und Pat mit ihrem Schicksal, eben, dass sie verlassen worden ist, dass der Mann gestorben ist, gehen die ziemlich besonders um. Und ich weiß nicht, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Ich weiß nicht, wie ich mit anderen Menschen umgehen würde. Ich weiß nicht, ob ich mein Leben genauso weiterleben könnte, wie es jetzt zum Beispiel ist. Und dass sie dann über ein gemeinsames Hobby wieder zusammenfinden, dass sie zusammen was schaffen wollen, eben an diesem Tanzwettbewerb teilnehmen und so irgendwie das Leben in den Griff kriegen. Und das gefällt mir an dem Film total, weil ich finde, dass es zeigt, dass egal wie groß dein Schicksalsschlag ist, du immer wieder die Kurve kriegen kannst. Ich finde dich sehr hübsch, aber ich bin verheiratet, okay? Ich auch. Nein, das ist verwirrend. Er ist tot. Halt, was wird das denn? Der Film hat ja an sich eine ziemlich tiefgründige Thematik, mit der eigentlich nicht so Spaß ist. Aber trotzdem sind da echt so ein paar lustige Szenen. Zum Beispiel gehen die am Anfang so ziemlich ruppig miteinander um, obwohl sie eigentlich ein Date haben zum Beispiel. Und das war eigentlich so ein Moment, wo ich so dachte, okay, das sind schon zwei ziemlich besondere Charaktere. Wieso hast du Tee bestellt? Weil du Müsli bestellt hast. Ich habe Müsli bestellt, damit man das hier auf keinen Fall für ein Date halten kann. Es kann aber auch ein Date sein, wenn man Müsli bestellt. Es ist kein Date. Und dann am Ende habe ich noch so eine Lieblingsszene, die mir total gefällt. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber da ist so ein Moment, wo die an dem Tanzwettbewerb teilnehmen. Und nebenbei ist so eine Wette am Laufen. Und in dieser Wette geht es sogar um den ganzen Grundbesitz von Pets Vater. Also da ist echt einiges auf dem Spiel. Und das ist echt total lustig, weil du als Zuschauer weißt, dass die jetzt an diesem Tanzwettbewerb was erreichen müssen und dass Pat und Tiffany auch versuchen. Und als es dann soweit ist, da versteht keiner, warum die sich so doll freuen. Diese ganze Endszene ist dann total dramatisch, weil Tiffany sich irgendwie davor betrinkt, weil sie merkt, dass Pat eigentlich noch was für seine Ex-Freundin empfindet. Und das Ganze, das nimmt dann so einen Lauf an, wo man sich als Zuschauer denkt so, wow, das ist ziemlich dramatisch. Und auch am Ende gibt es dann noch so ein paar unerwartete Wendungen, von denen der Zuschauer noch gar nichts geahnt hat. Aber das könnt ihr euch dann selbst anschauen, wie der Film endet. Gibt es auf Amazon Prime. Ich kann ihn euch sehr ans Herz legen. Schaut es auf jeden Fall mal an. Was ist das jetzt? Was? Ich dachte, du warst das. Oh, ich dachte, du warst das. Lost in my mind. Lost in my mind. Du willst nie auf deinen Vater hören. Ich habe auf meinen auch nicht gehört. Wenn das Leben dir so eine Chance schenkt, ist es eine Sünde, wenn du sie nicht ergreifst. Ah!
Ich sag Ihnen, woran ich fest glaube. Du musst hart an dir arbeiten und positiv bleiben. Dann hast du eine Chance auf den Silberstreif. Wenn ihr den Film auch schon kennt, könnt ihr jetzt gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr darüber denkt. Sonst könnt ihr den Kanal hier auch gerne abonnieren. Das wäre ziemlich cool von euch. Lasst mir einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns ja vielleicht sogar mal auf meinem Kanal. Bis dann. Tschüss.